Hey und willkommen zum Preview Special zum The Sims 4 Zusammenwachsen Erweiterungspack. Ich bin Daniel von SimFans.de und als Teil des EA Creator Networks habe ich Early Access für ein paar Tage erhalten, um unserer Community das Pack schon vorab zeigen zu können. Alle Preview Specials findet ihr in der Playlist, Daumen hoch. Vielen lieben Dank an EA und euch jetzt ganz viel Spaß. So, willkommen zur Gameplay-Features-Vorstellung und heute möchte ich euch so ein bisschen das Gameplay zeigen, aber vor allen Dingen auch die Features nennen, die es gibt, denn vieles ist ja so ein bisschen versteckt. Und das findet man gar nicht raus, wenn man es nicht weiß. Also das ist ganz spannend, finde ich auch. Und wir machen das mit den Meilensteinen, wir gucken uns die Marotten an, wir gucken uns das Baumhaus an, wir gucken uns natürlich die Kleinkinder, die Säuglinge so ein bisschen an. Wir machen das mit den Kindern und der Selbstsicherheit. Es gibt nämlich so ein neues Selbstsicherheitssystem. Wir haben dann noch drei neue Partys. Es gibt Übernachtungsbesuche, die Familiendynamik, die Andenkenkiste, Gesprächsthemen, Präferenzen und Charakteristika, Selbstfindung für junge Erwachsene und Eltern, Midlife Crisis für Erwachsene und das Erholungszentrum und Burnout und Arbeitsrivalen, das Kino und dann auch noch die neuen Objekte, wie auch Events, wie die Zahnfee, Fahrradfahren lernen, Tricks mit dem Fahrrad und Kleinkinder-Spielzeug, was neu ist. Und ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal tatsächlich in den Baumodus und kaufen uns erstmal so ein paar Sachen, die wir hier noch nicht haben. Die haben schon einiges, wie ihr hier seht, zum Beispiel diesen neuen Wickeltisch. Der ist ja auch exklusiv in diesem Erweiterungspack mit dabei. Mehr zu den, Kaufmodus-Objekten und Baumodus-Objekten in den entsprechenden Videos. Da gehe ich jetzt nicht mehr tiefer drauf ein. Aber wir haben hier zwei neue Spielzeugobjekte und da muss man eine Babyparty quasi abhalten, um das sich freizuschalten. Das ist ziemlich cool. Und wir haben auch hier diese neue Spielmatte, tierisch vergnügt. Da haben wir hier auch schon eine, was ganz süß ist. Und es gibt hier auch eine Andenkenkiste, was auch was Tolles ist. Das holen wir uns auch mal raus. Das können wir erstmal hier bei den Eltern vielleicht ins Zimmer stellen. Und ja, das sind so diese Objekte. Und für das Kinderzimmer, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier schon haben. Das ist hier ein vorgefertigter Haushalt. Das sind die Michaelsons. Und da bin ich jetzt einfach mal rein, weil ich dachte, das ist eine gute Familie, um das zu zeigen. Die Zeit war bei mir natürlich so ein bisschen begrenzt. Aber ja, da kann man das dann ganz gut, glaube ich, zeigen. Auch Partykanone gibt es auch noch. Kann man auch dann eine Sequenz starten hier. wir gucken jetzt erstmal nach dem Kind. Unser Kind, das hat hier nämlich jetzt eine Freundschaftsbändchenbox bekommen. Man kann jetzt Freundschaftsbändchen knüpfen und man kann sich da so eins raussuchen. Wir machen das jetzt mal mit Rainbow. Können wir uns das mal angucken. Wenn die Kleinkinder oder die Säuglinge in dem Fall jetzt hier zum Beispiel abgelegt werden, dann gibt es die Möglichkeit, die können jetzt noch nicht greifen. Zum Beispiel, ne? Also hier ist noch Arm ausstrecken lernen können die noch nicht. Und Kopf heben können die auch noch nicht. Also ist jetzt quasi ein ziemlich ein Säugling und wir haben ein Feuer. die Ding abgefackelt hier. Oh Mädchen, das fängt ja wieder toll an hier. Aber sie funktioniert immer noch. Also nicht mit dem Feuer spielen. Ist so die Devise, würde ich mal sagen. Sonst kann es auch nach hinten losgehen. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich habe natürlich schon so ein bisschen gespielt. Also gut, zurück zu den Meilensteinen. Es gibt verschiedene Meilensteine-Kategorien. Bei den Säuglingen sind es ein paar mehr. Da haben wir Feinmotorik, Grobmotorik, erste Male Leben und Sozial. Bei Erwachsenen ist das auch erste Male Leben und Sozial. Also die Kleinkinder haben zum Beispiel Grobmotorik und Feinmotorik noch extra dazu. Und die müssen quasi, das hängt mit der Entwicklung zusammen. Denn Säuglinge, die müssen erstmal lernen, was es alles so, wie man greifen kann. Feinmotorik ist dann sowas wie Arm ausstrecken oder greifen und Grobmotorik ist dann der ganze Körper, also dass man sich bewegt selbstständig, dass man vielleicht rutschen lernt oder so sich aufsetzen kann erstmal. Und das kann man eben lernen, einmal durch die normale Entwicklung, aber auch über bestimmte Objekte. Und das ist zum Beispiel hier diese neue Spielmatte. Ne, das sieht man dann auch, dass man hier solche Objekte hat. Da können die
die Säuglinge dann auch das quasi lernen. Es gibt auch noch übrigens die Rückentrage. Die Rückentrage ist nicht ein Objekt im Kass oder so, das ist ein Objekt, das halt eben kommt, wenn man die setzen die einfach auf, ne? Das ist nicht irgendwie, man kann auch eine bevorzugte Rückentrage auswählen. Das Coole ist auch, es gibt jetzt Bauchzeit zusammen verbringen. Das ist ganz cool. Das ist nämlich eine neue Interaktion, wodurch die Kleinen das so ein bisschen lernen können. Also auch diese Grobmotorik und Feinmotorik, um da voranzukommen in der Entwicklung. Ne? Und das macht die Betreuungsperson. Also jeder Säugling hat eigentlich mindestens eine Betreuungsperson, die auch immer danach guckt, was die Kleine hier so macht. Und dann muss man die so ein bisschen dissoziiert, traurig, braucht Hilfe, weil Bedürfnisse niedrig sind, Gasprobleme wegen Marotte, Blähungen. Ich mache mal kurz Pause, um das mal kurz zu erklären, weil unser Kleinkind, das hat, ein Säugling hat eines von sechs Merkmalen, ne? Die kann man im Kass festlegen oder eben, ne, wenn die heranwachsen vom Baby, kann man dann quasi sagen, vom Neugeborenen kann man sagen, eines der sechs Merkmale, mehr dazu im Kass, welches es da gibt, im Kass-Video. Und sie ist jetzt hier zappelig und sie hat aber eine Marotte, ist kein Merkmal im Sinne von Merkmal, sondern eine Marotte, das haben Säuglinge und Kleinkinder. Und Säuglinge und Kleinkinder haben jeweils, also die haben aus 18 verschiedenen, die es gibt in dem Spiel, für jede Altersstufe, für diese beiden Altersstufen, haben die drei. Man weiß es aber am Anfang nicht. Also, Säuglinge und Kleinkinder haben vier Merkmale eigentlich, drei Marotten und ein normales Merkmal. Und diese Marotten muss man erst herausfinden durch das Gameplay. Dieses Säugling hat jetzt quasi per Zufall die Marotte Blähungen. Wer ruft hier an? Frisch gebacken, was? Säugling kann ganz schön anstrengend sein. Ich habe mich auf Kinderbetreuung spezialisiert. Die will uns gleich bei uns wohnen. Dann können wir das mal ausprobieren. Das ist so eine Omi aus der Nachbarschaft. Das ist ein bisschen creepy. Man hat immer die Option, da kommen wir mal zum anderen Punkt. Betreuungspersonen können natürlich nicht nur die Eltern sein, sondern auch andere Sims. Und das ist jetzt hier auch in Verbindung mit einem Gast, der quasi hier wohnt. Temporär. Ein temporärer Besuch. Also für eine gewisse Zeit. Die kommen dann auch mit dem Koffer. Und das können entweder Verwandte sein, die man einlädt. Über den Kalender geht das Ganze. Ne? Jetzt sieht man hier Übernachtungsbesuch, heißt das offiziell. Sie ist jetzt hier bis Mittwoch da, also vier Tage. Sonntag bis Mittwoch in dem Fall. Und man kann die natürlich hier auch wieder abbrechen, ne? Dass die früher geht. Aber es ist so, dass diese dann eben dort hier hinkommen. Und sie ist jetzt einfach irgendeine Omi aus der Nachbarschaft. Es gibt auch noch andere Schnorrer oder so. Man kann natürlich auch befreundete Sims oder die Verwandtschaft einladen sagen, was die machen sollen oder wo die schlafen sollen. Man kann dann quasi ein Bett auch für die deklarieren, dass man sagt, du schläfst jetzt hier, ist bei uns gerade ein bisschen blöd. Das Kinderzimmer. Weil man kann dann hier diesen Übernachtungsgästen dann auch ein Bett zuweisen, sonst sind die ja vielleicht ein bisschen so. Man sieht es ja auch, Übernachtungsgast, ne? Das ist eine Seniorin. Und wenn man die dann begrüßt hat, dann hat man quasi wie so ein Hausgast, der eine gewisse Zeit dann eben bleibt. Wenn man das selbst festlegt, man kann immer nur einen Hausgast zur selben Zeit haben. Wenn man das selbst festlegt, kann man sagen, wie viele Tage soll der da sein, wer soll da sein, ne? Und und wie das dann so aussieht hier. Habt ihr euch jetzt mal vorgestellt? Kurzer Break. Ja, wenn euch das Video gefällt, klickt doch gerne kurz auf den Daumen nach oben. Dankeschön. Und wenn ihr mögt und könnt, dann könnt ihr mich auch supporten über die Kanalmitgliedschaft. Das ist ein Abo mit verschiedenen Goodies oder über einen Super Thanks. Das ist ein einmaliger Beitrag. Durch diese Unterstützung finanziert ihr das, was ich eben so mache und helft mir, dies auch dann weiterhin zu tun. Ganz vielen lieben Dank euch. So, jetzt kommen wir mal. So, man kann die jetzt willkommen begrüßen. Man kann jetzt auch sagen, dass die zum Beispiel hier chillen sollen oder dass die mithelfen sollen. Sie ist jetzt aber auch
Natürlich gekommen, um ein bisschen nach den Kleinkindern zu kommen, zu gucken. Oder nach den Säuglingen auch in dem Fall. Und hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, weil sie ein NPC ist, also ein nicht spielbares Simi aus der Nachbarschaft. Also die wohnt jetzt irgendwie nirgends. Aber man kann sie quasi über die Geheimnisse von Sunsic Wire befragen. Das ist so ein kleines Ding, wo man einfach Leute in der Nachbarschaft, die ansässig sind oder hier rumlaufen und auch so Übernachtungsgäste, die halt aus der Gegend quasi sind, die kann man auch nach Geheimnissen fragen, um da eben mehr über die Welt zu erfahren, was ganz cool ist dann auch. Man kann auch jetzt hier nochmal gucken, also man hat jetzt hier auch dieses neue Interaktionsmenü. Hier kann man sagen, sich zu entspannen oder bitten zu helfen, ne? Das ist eben dieses Übernachtungsbesuch-Symbol. Da kann man eben sagen, ich soll jetzt helfen hier. Alright, wir gucken mal. Eingeschlafen hier, also noch keinen Meilenstein. Wir haben hier unten schon zwei Meilensteine. Geboren worden. Zum ersten Mal gelächelt. Immerhin. Hier hat es auch schon mal gelächelt. Sie hat jetzt hier zum Beispiel erstes Feuer. Ne? Das haben wir jetzt hier miterlebt. Es gibt hier erstes Techtelmechtel, erster Burnout, was auch neu ist, erste Beförderung, schon zwei Babys bekommen, wir haben einen Job gefunden, verlobt, verliebt und verheiratet, ne? Und so hat jeder Sim so seine Meilensteine eben. Jetzt haben die hier den neuen Meilenstein, erstes Feuer. Und das ist auch so ein Ding. Also nochmal kurz zu den Meilensteinen. Das ist ein, nicht nur um zu gucken, was hat man alles erlebt, natürlich auch das, dass so ein bisschen eine tiefere Geschichte dazu gibt, sondern es ist auch eine Möglichkeit für die Säuglinge vor allen Dingen, was zu erlernen. Und da gibt es jetzt soziale Meilensteine und die dadurch kann man sich besser ausdrücken und Beziehungen aufbauen. Und je höher das ist als Säugling, wenn man dann zum Kleinkind wird, desto höher ist dann auch die Kommunikationsfähigkeit. Und das kann man dann quasi als Kleinkind dann auch weiter verbessern, indem man freundliche Interaktionen dann ausführt mit Sims, mit Spielsachen, mit Stofftieren und so weiter, um diese sozialen Meilensteine aufzubauen. Dann gibt es diese Feinmotorik-Meilensteine, wie gesagt, da werden halt die Muskeln gestärkt, die Hände sind kontrollierter und präziser und das hat dann auch Auswirkungen, wie die Säuglinge und auch die Kleinkinder, wie sie mit dem Spielzeug, mit dem Essen im Hochstuhl dann auch interagieren. Und je höher die Feinmotorik dann ist, wenn sie zum Kleinkind werden, dann ist die Denkfähigkeit quasi schon mal höher, ne? Die man als Kleinkind ja dann hat. Also wenn man die Kinder quasi, wenn die sich gut entwickeln, haben die dann gleich als Kleinkind höhere Fähigkeiten. Dann gibt es noch die Spielmatte, die ist eben, wie gesagt, gut geeignet, um die Grundlagen quasi zu erlernen, also das Greifen und so weiter. Und später wird dann auch für Säuglinge die Spielkiste wird freigeschaltet oder die Stapelblöcke. Also Säuglinge können die dann auch schon nutzen und auch Puppenhäuser zum Beispiel, wenn die dann greifen können zum Beispiel und sich dann auch bewegen können, wo wir dann auch schon zur Grobmotorik kommen. Das sind die Muskeln eben im Körper, also die Beweglichkeit und Koordination. Und je mehr Grobmotorik das Kleinkind quasi hat, das Säugling hat, desto höher ist die Bewegungsfähigkeit als Kleinkind. Und da geht es eben darum, aufzusetzen, herumzurutschen, kriechen, zu lernen. Und dann kann man eben als Säugling die Welt dann auch selbst erkunden, so ein Stück weit. Und ist nicht mehr so ganz so stark abhängig, was ist das Knuffisch, von den Eltern. Und dann wird auch das Spaßbedürfnis freigeschaltet, weil das haben sie am Anfang noch nicht. Ne? Da braucht man eine höhere Grobmotorik. Um das sich freischalten zu bekommen zu lassen. So, ich will mal sagen, Papa, hier mach mal Windel wechseln. Würde ich mal sagen. Probieren wir das mal aus hier. Kann Papa Windel wechseln? Come on. Papa kann Windel wechseln, oder? Das ist ein exklusives Objekt, wie gesagt, aus dem Erweiterungspack. Das ist nicht im Basecamp mit dabei, aber das mit dem Mülleimer ist ganz cool. Wenn man den Mülleimer nämlich hat, wenn man sich den dazu kauft, dann muss man die Windeln nicht auf dem Boden zusammenlesen und in den Mülleimer schmeißen, sondern die fliegen dann direkt da rein in den Mülleimer.
Und es steigert hier auch sogar die Beziehung. Man kann dieses Objekt sogar noch verbessern mit Sicherheitsgurten. Ne, dann geht das weniger oft schief, wenn die Windel gewechselt wird. Haben die Entwickler gemeint, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ja, also Meilensteine allgemein, um das Thema nochmal zu komplettieren, sind nicht nur irgendwelche Zusammenfassungen, die man erlebt hat, sondern die haben durchaus auch Auswirkungen. Und das sind, ja, es ist so eine Sammlung, mehr eine Sammlung von Erfahrungen als eine Liste mit Errungenschaften. Und die beeinflussen auch das Verhalten und die Stimmung der Sims. Und es gibt auch Meilensteine, die besondere Objekte dann hervorrufen. Also zum Beispiel, wenn man heiratet, bekommt man eine Heiratsurkunde. Und diese und neue Interaktionen auch. Also es ist nicht nur so, dass es so eine Zusammenfassung ist, sondern man kann da durchaus Sachen auch freischalten, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn der Säugling die Arm ausstrecken kann, dann hat das... Müssen wir hier mal das Spielzeug angucken, damit da mal was passiert hier, vielleicht hoffe ich. Weil man jetzt lernt quasi der Säugling das Spielzeug also anzugucken. Guck, jetzt haben wir es schon geschafft, sehr gut. Urion kann zwar noch nicht sprechen, aber Gurlaut ist ein großartiger Schritt auf dem Gebiet der verbalen Kommunikation. Lass sie mit anderen Sims oder Stofftieren Kontakt aufnehmen, um mehr zu üben. Also das ist jetzt auch nochmal sowas. Also wir haben jetzt quasi so einen neuen Meilenstein. Gurren gelernt. Es kann auch sein, dass das Säugling jetzt noch mehr Sachen lernt, aber das Gurren haben wir jetzt gelernt. Und jetzt wird man quasi darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt andere Interaktionen hat. Was auch ganz schön ist, man kann die auch mitnehmen. Also man kann auch mit denen aufs Klo gehen und so weiter natürlich. Aber man kann die auch mitnehmen und auch dann mit diesem Bettchen, da gibt es nämlich so ein Bettchen, das kann man auch ins Inventar ziehen. Das wissen auch viele nicht, im Live-Modus auch hin und her bewegen, so wie eine Staffelei oder ne, ein Teleskop, was man damit ja auch machen kann. Und das ist ganz cool übrigens auch mit den neuen Wasserparkobjekten. Die kann man auch einfach rumziehen und mitnehmen dann oder verschieben, warum auch immer. Also da haben sie so ein paar Sachen gemacht, das dachte ich ist auch noch ganz wichtig. Jetzt gucken wir mal, du hast glaube ich ein Freundschaftsbändchen gemacht. Ah, großelterliche Leckerlis hat er bekommen. Leckerlis, Leckereien. Komm, diese Dinger her haben, wo haben die Großeltern sie gekauft? Also es ist so, dass er von Großeltern, dass Großeltern können Leckereien verteilen. Ja, und tatsächlich essen die das mit dem Bonbonpapier. Ich frage mich warum, aber ist so. Freundschaftsbändchen knüpfen. Wir probieren das mal aus. Das ist so ein neues Objekt, was ich ganz schön finde. Schläft die in deinem Bett, wa? Und die basteln sich dann so ein Freundschaftsbändchen. Man kann das auch an diesem Kindermaltisch auch machen. Das ist auch eine Möglichkeit, die herzustellen. Man muss nicht unbedingt dieses Kästchen da kaufen dazu. Das Schöne ist jetzt hier, dass wir gleich parallel gucken können. Weil Kinder haben ja mit dem Update auch nicht nur die Grundlagenfähigkeiten, sondern auch die normalen Fähigkeiten. Und wenn die quasi hier jetzt Kreativität erlernen, kann es auch sein, dass die dann eine andere Fähigkeit, er hat hier jetzt schon, zum Beispiel schon 4, dann auch noch mit erlernen. Ne? Und das ist ganz cool. Jetzt haben wir hier ein Freundschaftsbändchen, ist leider kaputt gegangen. Es ist kaputt. Also es kann auch passieren, weil der hat noch keine hohe Kreativfähigkeit in dem Fall. Und das ist auch noch so ein Thema dann, dass es nicht immer hinhaut auch sowas. Jetzt gucken wir mal. Du bist schon wieder eingependelt hier. Ich möchte mal ein bisschen gucken, ob wir nochmal Spielzeug ansehen können. Die sind so knuffig. Man wird auch immer über diese Informationen hier dann informiert, wenn ein Säugling dann zum Beispiel was Neues erlernt. Und man muss dann einfach so ein bisschen gucken, dass die das dass die vorankommen. Und das wollte ich euch so ein bisschen, ja, hier haben wir was, ein bisschen näher bringen, dass ihr diese neuen Objekte vor allen Dingen nutzen solltet und eben diese Bauchzeit. Das ist die Interaktion schlechthin, um voranzukommen mit dem Säugling. Urin hat begonnen, ihre kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken, dass sie jetzt
um Spielsachen bitten und mit Spielzeug auf der Spielmatte spielen kann, kann sie den geschickten Einsatz ihrer Finger perfektionieren. Also das geht jetzt auch hier, dass man hier zum Beispiel jetzt mit Spielzahlen spielen kann. Und da werden dann immer nach und nach neue Interaktionen freigeschaltet, um eben die Feinmotorik und die Grobmotorik vor allen Dingen ja auch zu erlernen oder auch die sozialen, ja, man muss jetzt hier zum Beispiel lachen lernen, ne? Da kann man dann in der Kategorie rumtollen oder sowas, ne? Oder alles, was halt in die Richtung führen könnte, ne, kann man dann ausprobieren und random wird es dann halt quasi, kommt der Meilenstein dann, wenn das lang genug oder die richtige Interaktion quasi dafür ausgeführt wurde, technisch gesagt. Ja, und die ersten Male sind natürlich auch sehr cool dann, weil das ist dann nochmal ein großer Meilenstein, das erste Mal, das ist so dieses, ne, das erste Techtelmechtel, in dem halt das erste Feuer, die erste Burner, was sie ist, ein Erwachsener sind, hat quasi die Kindheit nicht durchlaufen für das Spiel, das sieht sie auch, ne, ist so ausgegraut leider, ist so gemacht, aber ist auch ganz interessant. Dass man das dann, wenn man ein Sim quasi von Grund auf hoch spielt, dass man dann noch einen noch tieferen Sim quasi hat, wenn man so will. Dann gibt es, wie gesagt, diese Marotten, die pupst jetzt schon wieder, durch die Blähungen. Man muss das einfach auch herausfinden durch Interaktionen und es ist dann so ein bisschen zufällig. Übrigens, wenn ihr Testing Cheats True einschaltet, den Cheat, ne, und dann auf den Briefkasten klickt, nicht als Kleinkind, nee, das glaubt gar nicht an. Testing, Cheats True. Dann kann man hier. Ist ja jetzt komisch, warum geht das nicht? Das ist jetzt witzig. Warum geht das nicht? Man kann da eigentlich, ich habe es auch schon. Hab's mir auch schon angeguckt, das ist wieder der Vorführeffekt. Kurzer Break, kennt ihr schon unser Cheater Mauspad? Darauf habt ihr die wichtigsten Cheats und Shortcuts für die Sims 4 immer im Blick. Das Ding gibt's in Standardgröße und als großes Gaming Mauspad und in vielen Designs. Link zum Shop in der Videobeschreibung. Cheats are enabled. Aber lässt er mich nicht hier. Da gibt's Erweiterungspack Cheats. Die man, da kann man hier sagen, diese Blähungen und so, diese Marotten kann man da dann festlegen. Klingeln habe ich übrigens nicht gesehen. Ist wahrscheinlich ein Trailer-Ding. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, dass es das nicht gibt. Wir können es aber mal vielleicht später probieren, indem wir einfach einen anderen Haushalt besuchen. Ja, dann kommen wir zum Baumhaus, würde ich mal sagen. Das müssen Teenager oder ältere Sims, ne, beginnen zu bauen. Dann können aber auch quasi Jüngere, also Kinder, können dann auch mitbauen, wenn sie das möchten. Also es ist jetzt Nacht, aber wir probieren das jetzt mal. Mutant will ins Bett und ich will wieder hoch. Wenn man widerspricht, sieht das so ein bisschen auch, ne? Und jetzt sind sie auch, auch eingeschlafen. Okay. So, Papa macht das Baumhaus fertig hier. Hier ist es auch ganz interessant, also das ist, dass die Kinder dann auch mitarbeiten können, aber vorher können die es eben nicht starten. Aber wenn mal das Grundgerüst quasi aufgestellt ist von einem Teenager oder älter, dann können die auch mithelfen. Alle Altersstufen können mithelfen ab dem Kindesalter. Das ist ein sehr besonderes Objekt. Man kann die Basis kaufen im Kauf- und Baumodus, kostet glaube ich 1300 irgendwas um den Dreh. Und wenn es fertig ist, braucht man ein bisschen Geschicklichkeitsfähigkeit, um das dann noch weiter zu verbessern. Zum Beispiel gibt es da eine Glocke und so weiter. Das können wir uns dann später nochmal angucken, wenn die hier fertig sind. Es gibt meiner Meinung nach, ich habe es ausprobiert, keinen Cheat, um das irgendwie zu beschleunigen. Aber auch hier haben wir jetzt zum Beispiel nochmal, glaube ich, ganz gut zu sehen. Ja gut, das ist jetzt hier die Mentalfähigkeit. Und jetzt sieht man hier, Selbstsicherheit steigt, ne? Selbstsicherheit ist bei Kindern was ganz Wichtiges, weil es gibt ein
auch ist quasi die Marotte in Anführungszeichen der Kinder ist die Selbstsicherheit. Es gibt auch nur die Selbstsicherheit. Und zwar ist das so, dass es quasi eine neutrale, eine hohe und eine geringe Selbstsicherheit gibt. Also neutral ist so normal, es ist ganz cool, wir haben eine hohe Selbstsicherheit. Und das ist bei jedem Kind quasi vorhanden, dieses diese Selbstsicherheit neben den Merkmalen. Das ist quasi kein Merkmal, sondern es ist dynamisch. Also wenn Kinder dann zum Beispiel gelobt werden, hier zum Beispiel Bemühungen hinsichtlich kreativen Wachstums loben, ne? Weil jetzt kreative Fähigkeit vorhin beim Freundschaftsbändchen machen hier gesammelt hat, dann wird die Selbstsicherheit gestärkt. Wenn man das nicht lobt oder wenn man irgendwie Interaktionen hat, die eben ja schlecht sind für die Selbstsicherheit, dann kann das auch eine niedrige Selbstsicherheit haben. Und die Selbstsicherheit wirkt sich auf die Laune aus, aber es kann auch einen Langzeiteffekt haben auf die Selbstsicherheit im Leben. Und der Status, der verändert sich durch einen Fähigkeitenaufbau, die Schulleistung, positiven und negativen soziale Interaktionen, Erfolgen und auch Misserfolgen, natürlich, ne, im negativen Sinne, fähigkeitenbasierte Aktivitäten, wie wir es jetzt hier beim Baumhaus haben, und die selbstsicheren Stimmungen, ne, wenn das Kind oft selbstsicher ist, also die Stimmung, dann geht das nach oben, und wenn die beschämt sind, dann geht die Selbstsicherheit runter. Das ist, spielt alles so miteinander, und dann gibt es hier, wird es berechnet quasi vom Spiel, und wird dann gesagt, okay, dieses Kind hat eine hohe oder eine neutrale oder eine geringe Selbstsicherheit. Wie gesagt, Betreuungspersonen können, oder die Verwandten, die Familien können das Verhalten des Kindes eben kritisieren und loben, wie wir es eben gerade gesehen haben, diese Interaktion. Und das hat dann eben auch Einfluss auf die Selbstsicherheit. Und es ist, wie gesagt, ein temporäres Merkmal, also es kann sich verändern. Und wenn es neutral ist, dann sind sich die Kinder noch nicht so ganz sicher, wie sie über ihre Fähigkeiten zum Beispiel denken und so. Sie können dann auch leicht ermutigt oder auch entmutigt werden. Und wenn sie als Neutrale mit neutraler Selbstsicherheit heranwachsen zum Teenager, dann bekommen sie auch kein neues Merkmal. Ansonsten bekommen sie eins, nämlich geringes Selbstbewusstsein und hohes Selbstbewusstsein. Also die Selbstsicherheit führt zu Selbstbewusstsein, hohes Selbstbewusstsein oder zu einem geringen Selbstbewusstsein Merkmal dann, wenn die heranwachsen. Das ist ganz cool bei den Kindern, um diese Altersstufe auch mal, also nicht hier dieses Merkmal außer Acht lassen, für meinen Tipp für euer Gameplay. Dann haben wir... Ja genau, also wenn es eine niedrige Selbstsicherheit ist, haben die auch ein höheres Risiko, zum Beispiel eine Angst zu entwickeln, was ich ganz cool finde. Also minderwertig zu sein, die sind dann öfter gestresst und ja, beschämt, wenn eine Betreuungsperson dann sie kritisiert, und Unterstützung bedeutet dann für diese Sims natürlich dann alles. Und wenn das Problem nicht angegangen wird, führt so eine geringe Selbstsicherheit im Teenageralter dann zu einem geringen Selbstbewusstsein dann eben. Und wenn die eine hohe Selbstsicherheit dann haben sie gelernt, eben an sich selbst zu glauben. Sie sind dann auch schneller selbstsicher, so wie wir es jetzt hier auch sehen. Ich glaube an mich, weil Selbstsicherheit gestiegen ist. Er selbst glaubt an sich. Und das hat dann wieder die Vorteile, weil durch Selbstsicherheit hat man natürlich dann auch, ne, die ganzen Vorteile von dieser Emotion. Und die können dann eben aus ihren Fehlern auch lernen. Und Kritik kann sie dann aber trotzdem noch verletzen. Aber eine hohe Selbstsicherheit als Teenager hat dann eben das hohe Selbstbewusstsein als Folge, was dann auch ganz cool ist. So, wir haben eine neue Marotte enthüllt. Frühaufsteherin. Orion steht gerne in aller Frühe auf. Wachen meist bei Sonnenaufgang auf. Okay. Alle Säuglinge sind unterschiedlich und besitzen eine Kombination aus drei. Genau, das haben wir hier schon. Das ist sehr cool, jetzt haben wir hier also das Frühaufsteherin auch schon entdeckt. Es gibt insgesamt, wie gesagt, drei Stück. Und die kann man eigentlich über den Briefkasten, I don't get it why, über den Cheat. Ich verstehe es nicht, warum es nicht geht. Es ging wirklich. So, das Baumhaus ist fertig. Yay, yabadu. Kurze Werbung. Ja, wenn ich euch vom Zusammenwachsen Erweiterungspack schon überzeugt habe, dann bestellt es doch über meinen Link in der Videobeschreibung. Damit supportet ihr mich, natürlich ohne mehr bezahlen zu müssen. Ganz vielen lieben Dank euch, und jetzt geht's auch schon weiter.
Wir haben jetzt ein Baumhaus. Sims können hier. Es ist so cool. Ich mache mal ja kurz Pause. Man kann im Baumhaus relaxen und schlafen. Also man kann durchaus auch im Garten dann übernachten im Baumhaus. Man kann ja auch einfach ein Nickerchen machen oder einfach spielen. Und das Coole ist auch, man kann hier sitzen und plaudern und dann auch noch die Deko festlegen. Hier gibt es dann Märchenschloss, was ganz süß ist, oder? Wir haben hier dann auch noch, jetzt habt ihr auch gesehen, wie lange das ungefähr dauert, sowas. In der Natur kann man betrachten, das ist immer so ein bisschen mit dem Fernglas. Man kann auch Piratenunterschlupf machen. Das ist ganz cool. Man kann auch Zutrittsregeln festlegen. Erwachsene sind nicht erlaubt oder so. Ne? Man kann, es gibt dann noch Weltraumforscher-Deko, die man festlegen kann. Und es gibt auch noch, ja, zu tun, als ob Schiffbruch oder so, ne? Es ist ganz toll. Übrigens können Kinder untereinander auch neue, haben eine neue Interaktion. Wir haben leider kein anderes Kind hier. Aber auch untereinander können sie miteinander spielen, auch ohne Baumhaus. Und ja, das ist ganz cool. Und dann haben wir noch Schiffbruch, glaube ich. Und das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist das hier. Das ist so dieses Inselbaumhaus. Wenn die dann zu spielen, zu tun, als ob Schiffbruch, dann haben wir da die Möglichkeit, ja, als Spiel das Kind hier im Baumhaus ist quasi so ein bisschen Interaktion dabei. Erwachsene Sims können im Baumhaus auch ein Techtelmechtel haben. So, und diese Interaktion, also dieses, dass es so ein Palmending ist und so, diese neuen zu tun, als ob Spiele können Sims Kinder miteinander auch spielen. So, die gucken sich dann so gegenseitig an und dann gibt es diese Animation dazu. In deren Vorstellung, die sieht man dann nur, wenn als dieser Sim quasi anklickt. Sonst sieht man das gar nicht. Das ist seine Vorstellungskraft hier, seine Kreativität. Auch hier sieht man jetzt wieder, ne, die Kreativität wird hier erhöht. Und die bauen dann auch ganz langsam auch die anderen Fähigkeiten auf, aber nicht so, dass es jetzt mega schnell geht, was auch ganz cool ist. Neu ist auch das Zwischensimmlische im Sinne von Freundschaften aufbauen. Kinder zum Beispiel bauen miteinander, können viel schneller Freundschaften aufbauen, als jetzt zum Beispiel zwei erwachsene Sims, was es so ein bisschen realistischer machen soll. So, und damit schließen wir auch diesen ersten Part zu den Gameplay-Features. Es wird noch einen zweiten Part geben hier im Channel. Guckt in die Playlist rein und in den Sendeplan. Vielen lieben Dank euch. Daumen nach oben nicht vergessen. Und bis zum zweiten Teil oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Und wie gesagt, bestellt das Pack gerne über meinen Link, falls ihr mich supporten wollt, falls es euch eh holt. Vielen lieben Dank euch. In der Videobeschreibung findet ihr den. Euer Daniel. Macht's gut. Ciao.